Das Gute ist heute auf unserer Seite. Okay. Ja, erzählt mir mehr davon. Das ist jetzt nicht so gelaufen wie geplant. Vor allem, weil Talos hier einfach mal meint, den Blitzer raushängen lassen zu müssen. So. Ring des Morgens. Diese Ringe befinden sich oft im Besitz der Anhänger von Lathander, dem Morgenfürsten. Lathander verkörpert die Kugel der Kreativität und des Wohlstandes. Seiner Lehre zufolge ist der Stolz eine Sünde und muss unterdrückt werden. Ja. Fragt nur. Achso, ich kann ja so gucken. Quicksave, als wir wo reingegangen sind? Sieht aus, als wir die Kupferkrone verlassen haben, oder? Ja. Okay, sie haben ja gesagt, wenn Blutvergießen nicht vermeidbar ist, dann sollen wir feste draufhauen. So, ich bin gerade am überlegen, ob wir noch bis zum Morgen rasten sollen. Aber so ein bisschen angeschlagen wie Yoshimo ist, dürfte das eigentlich nichts ausmachen. Was immer ihr wünscht. War wahrscheinlich eh unvermeidbar, dass wir uns mit dem Typen anlegen mussten. Wenn ihr es wollt, ich warte natürlich. Der Morgenfürst heißt euch willkommen. Triumphierend kehrt ihr zurück und die Tassan werden den Tag bereuen, als sie es wagten, die Heimstatt Lathanders zu entweihen. Ihr seid weiterhin eine große Hilfe für die Morgenfürsten. Eure Dienste waren vorbildlich und ihr habt euch einen Platz in der Tempelordnung verdient. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hans der Hund benötigt eure Fähigkeiten der ganzen Welt. Frohlockheit. Okay, das haben wir abgeschlossen. Ich denke mal, unseren Bittsteller werden wir heute noch nicht wiedersehen. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. So, wir machen jetzt mal die befestigte Anlage fertig. Euer Wunsch ist mein Begehr. Das Erdgeschoss hatten wir ja bereits. So. Ja, wie man mir befohlen hat, habe ich den Ring, der dem Tempel des Lathander gestohlen wurde, von dem Hela-Boyner zurückgeholt, um ihn seinen rechtmäßigen Besitz zu übergeben. Indem ich betont habe, dass sich Gilden für die Liebe seiner Frau opfern soll, habe ich die Schriften Lathanas korrekt ausgelegt. Dadurch haben sowohl Gilden als auch seine Frau profitiert. Ich habe der Kirche gut gedient. Mhm. Ja, wie ich halt gesagt habe, wenn er sich einfach stellt, dann ist niemandem geholfen. Wenn, dann sollte es beiden helfen. Ihm mehr oder weniger Absolution und der Familie des Mannes, die er getötet hat, halt die Unterstützung. Keine große Herausforderung. Wenn er im Knast landet oder hingerichtet wird, hat er sich selber nicht geholfen. Und die Familie geht auch leer aus. Weil das ist amtsche Gerichtsbarkeit, die läuft halt so ab. So interpretiere ich jedenfalls das. Fragt nur. So. Ja? Vita V.
Ich helfe, wo immer ich kann. Ich warte auf euren Befehl. Was kann ich tun? So, das ist das. Ich warte. Schwerter statt Wörter. Ja. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. So, was brauchen wir noch alles? Ja. Das hier und das hier. Ich bin bereit. Dann vielleicht noch einen Schutz vor dem Bösen und eine Verteidigungskontrolle. So, Verteidigungskoordination. Braucht ihr etwas? So, und nach oben. Mal sehen, wie eurem Eingeweiden etwas Sonnenlicht gefällt. Sprecht frei heraus. Okay, da sind Fallen, die zuschnappen die können. Der ich denke, ich kann bereit. Auch auf einer Nadelspitze. Ah, okay, Don hat's böse erwischt. Nicht mir rasch helfen. Bo ist noch zu jung, um mich zu rächen. Ja. Mir sagen, ist dieser Olaf schuld. Ich helfe, wo immer ich kann. Wer kann noch mal chaotische Befehle? Niemand. Mist. Oder? Ich warte auf euren Befehl. Du kannst keine chaotischen. Du kannst die doch, oder? Nö. Der echte Entwurf wird weiterhin von Nutzen sein soll. Bin. Ja, schon erledigt. Die Natur will das Leben, das sie gab. Okay, die sind wohl noch etwas zu stark für uns. Außer natürlich, wir könnten sie runterlocken. Ich denke, ich bin soweit. Was braucht ihr? Ich bin ein Fachmann im Ausweichen. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ernsthaft, ich kann da nicht alleine mit Yoshimo hoch im Schleichmodus. Keine große Herausforderung. Also gut, ja, die lassen wir noch ein bisschen in Ruhe. Obwohl, so viel werden wir nicht aufleveln. Wir müssen die jetzt klar mal platt machen. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Ich warte. Ja? Ich warte auf euren Befehl. Ich helfe, wo immer ich kann. Was
So, was haben wir noch alles? Den da auf jeden Fall. Den auf jeden Fall. Ich warte. Oh, jetzt habe ich gerade ihren Zauber unterbrochen. Ich bin bereit. Ja. So, machen wir nochmal ein Quicksave jetzt, wo wir hochgebufft sind. Fragt nur, nun gut. Was immer ihr wünscht. Mal sehen, wie eure Eingeweihten. Imperium. In Cactus. Vulcan. Schneller als Chick Ticker Schnellkratze. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Ja? Okay, irgendwie funktioniert das schon mal. Euer Leben bedeutet mir gar nichts. Keldon ist auch. Ist überhaupt irgendeiner nicht verwirrt? Na gut, für solche Fälle habe ich. Mal sehen, wie euren Eingeweiden etwas sollen. Verfolgt uns jemand runter? Das wäre nett. Meinen Freunden werdet ihr noch Mist. Jo, das ist. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Was immer ihr wünscht. Das ist auch eine Taktik. Ich warte, wenn ihr es wollt. Ihr. Ja. Die Dienerin der Natur ist bereit. In Cactus, Vulcan. Okay. Das war ich. Aber ich könnte den Autosave laden. Der war nämlich, nachdem ich die ersten drei getötet habe. Kann ich vielleicht noch einen runterlocken? Vielleicht gerade den Ork. Für die Gefallenen! Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ich warte. Stirb, Kehrt.